Herzlichen Dank, Herr Präsident. Es geht natürlich nicht um Folter der USA, sondern es geht um Folter, die die US-Regierung zu verantworten hat. Und das ist ein beachtliches Unterschied. Ich weiß, dass es in den USA genügend Menschen gibt, die sich genau wie hier gegen Folter wehren. Die wollen, dass das aufgeklärt wird, dass es abgestellt wird. Und ich möchte gerne, dass auch unsere Debatte als Signal an diese Menschen in die USA geht, dass wir uns nicht gegen sie wenden, sondern mit ihnen zusammen eine Veränderung durchsetzen wollen. Das ist mir sehr wichtig. Ich habe den Bericht, soweit man es konnte, gelesen, was in den Medien drüber steht. Ich möchte jeden anderen raten, das zu machen. Und gleichzeitig möchte ich jeden warnen, Sie werden Albträume darüber erhalten, wenn Sie das lesen. Ich habe die Bilder vor mir gesehen, nachdem ich es gelesen habe, von Abu Ghraib, wo es damals hieß, es wäre eine US-Soldatin, die das verantwortet. Ich habe die Bilder vor mir gesehen, die Francisca Goya gemalt hat, über die Inquisition in Spanien. Ich habe noch mal geblättert, was jeder tun sollte, im Hexenhammer, was hier in unserem Land möglich gewesen ist. Und ich habe mir die Schilderungen angeschaut von Folter und Menschenrechtsverletzungen im Kontext mit der Politik der US-Regierung in solchen Ländern wie Argentinien, Chile, Uruguay, Paraguay. Überall hat man es mit der Geisel der körperlichen und geistigen Quälen von Menschen zu tun, weil man bestimmte Ergebnisse erreichen will, die man auch so nicht erreicht. Ich finde, damit muss absolut Schluss sein. Das kann so nicht weitergehen. Und wenn ich dann lese, dass hohe US-Beamte des CIA nicht von Folter sprechen, sondern von, ich zitiere das mal, erweiterten Verhörmethoden, kann man nur eins sagen, die haben gar nichts begriffen. Die wollten nichts begriffen und die haben nichts begriffen. Deswegen muss man ihnen Grenzen setzen. Ich bin dafür, dass Folter nicht straflos bleibt. Dass auch Folter in diesem Lande, auch wenn sie in den USA geschehen ist, verfolgt wird. Und ich finde, da darf es keine Ausnahme geben. Da müssen die Untersuchungsverfahren und die Anzeigen auch gegen den Präsidenten der USA, gegen den Vizepräsidenten und gegen die Chefs der CIA gerichtet werden. Nicht nur die kleinen Folterer, auch die müssen vor Gericht, sondern die Großen, die das verantworten, die das angeordnet haben, die müssen vor Gericht gebracht werden. Sehen Sie, das ist das Mittelalter, was wiederkehrt. Das Mittelalter, Verantwortung des Staates oder von Staaten, Präsidenten, Vizepräsidenten, der Direktoren, ausgebildeten Folterern. Und ich möchte, dass der Generalbundesanwalt, mein Kollege Gregor Gysi hat Anzeige erstattet, dass der Generalbundesanwalt sich damit auseinandersetzt. Ich möchte doch mal wissen, ob wir auch in Deutschland die Courage haben, Folter zu verfolgen. Und ehrlich gesagt, ich bin es leid über das devote Verhalten unserer Bundesregierung gegenüber den USA und der amerikanischen Präsidenten. Wer nicht die Courage hat, dafür einzutreten, dass Edward Snowden Asyl in diesem Lande gewährt wird, der wird auch Folter nicht richtig verfolgen können. Auch das, was mit Snowden passiert, ist eine Art der Folter, dass man ihn aus dem Lande vertrieben hat. Ich finde das furchtbar, dass Snowden in Russland ist. Ich möchte, dass er nach Deutschland kommen kann, dass hier andere Verhältnisse einziehen und aufgeklärt wird, bei der Folter und bei der Verfolgung von Bürgerinnen und Bürgern. Ich sage das nicht von oben herab gegenüber den USA. Bei der Geschichte unseres Landes, wenn es um Folter geht, kann man nie von oben herab reden. Aber ich möchte gern, dass auch unsere Regierung endlich kapiert, dass sie in einem hohen Maße unglaubwürdig ist. Müssen wir uns nicht die Frage vorlegen, wusste die Regierung, die Bundesregierung, die verschiedenen von den geheimen Foltergefängnissen? Sie wussten alle. Sie konnten davon wissen. Man brauchte nur mal einmal nachzulesen, was Dick Marty, der Sonderbeauftragte des Europarates, in seinen Berichten geschrieben hat. Ich will mal eins zitieren. Es sei extrem unwahrscheinlich, dass die europäischen Regierungen oder zumindest ihre Geheimdienste von geheimen CIA-Flügen und Verhören nichts gewusst haben. Wussten alles. Man hat es geduldet, weil man den Begriff
Folter gegen Terrorismus weggesteckt habt. Nichts rechtfertigt Folter und nichts darf zur Rechtfertigung von Folter herangezogen. Was ist mit Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten, nachdem wir auch in Europa den Verträgen der Europäischen Union verpflichtet sind? Man muss die Fragen natürlich auch unseren polnischen Nachbarn, den Kollegen Kwasniewski, der Präsident war, vorlegen. Man muss in Litauen nachfragen. Man muss in Rumänien nachfragen, wo geheime Foltergefängnisse existiert sind. Wenn diese Methoden in Europa um sich greifen und wir nichts dagegen machen, dann werden wir Menschenrechte in der Europäischen Union zerstören. Und ich möchte nicht, dass wir die Menschenrechte zerstören, sondern ich möchte, dass wir die Anti-Folter-Konvention endlich konsequent umsetzen und dafür ein Beispiel geben. Herzlichen Dank. Für die CDU-CSU spricht jetzt der Kollege Frank Heinrich.